Das macht mir immer höllisch Angst, ne? Wenn hier irgendeiner einfach in der Prärie rumsteht. Meine Güte. So, herzlich willkommen euch allen erstmal hier auf dem Mars. Schön, dass ihr einen Weg hergefunden habt. Wir sind hier mittendrin statt nur dabei. Ist ein bisschen leiser, oder? Geht so. Schauen wir mal gerade. Fahren wir erstmal runter. Wie gesagt, und wir haben noch gar keine Quartiere und so weiter gebaut. Auch das ist alles noch in Arbeit. Wir werden sehen. Also, ich schnapp mir jetzt erstmal die ersten Teilchen. Ja. Wie war das mit dem Schmelzofen? Ja, genau. So fühle ich das heute. So, gucken wir mal gerade. Also, wir haben ja ein bisschen vorbereitet. Ich habe da mal vorbereitet, ne? Können auch mal vielleicht noch ein Brötchen nuckeln. Na, hilft noch nichts. Ich hab's immer noch dabei. Gut. Wir brauchen auch bei Gelegenheit mal Farbe, aber ich brauche jetzt erstmal Lock? Nee. Wie war das noch gleich? Lass mich mal ganz kurz gucken. Ah, ich muss nochmal schnell schauen, was wir denn jetzt überhaupt brauchen. Treppe war es nicht. Truhe, Truhenhalterung. Ja. Flache Wand, auch schön. Gerahmte Wand, ja, kann man auch mal bauen. Licht, hat Pazzi, glaube ich, beim letzten Mal schon installiert. Polsterwand, das kommt dann eher so in die Crew-Bereich-Geschichten rein. Ich glaube, das schaut dann ganz cool aus. Spelti! Vielen lieben Dank, Spelti, für den zweiten Monat! 2 Monate, ja. Super geil. Danke vielmals. Danke vielmals. Außer für seinen Hype-Chat. Hau mal raus. So. Okay, ich glaube, wir sind hier einfach nur falsch. Das kann natürlich auch sein. Ich schalte mal die Gerätschaften aus, um Strom weiterhin zu sparen. Probieren wir es mal mit dem Electroprint. Ging denn das noch gleich? Erzähl mir doch keine Geschichten. War das hier doch ein Pipebender drin? Ja, tatsächlich. Das Ding wollte ich mir mal angucken. Das Airlock Gate. Scheibenkleister. Okay, dann, okay, dann müssen wir die Türen doch woanders bauen. Hilft halt nichts. Dann machen wir halt normale Türen hin. Ist ja auch wichtig. So. Schutztür. Was zum Henker ist denn eine Schutztür? Lass mal welche bauen. Ach, meine Lieben, das ist schön. Spell die Nummer, vielen Dank dir. Sau lieb. Okay, das Ding ist jetzt. Achso, der Pazzi hat ja noch Verbundverkleidungen hier gebaut, so Gitter. Wow, das ist genau das, was ich haben wollte. Uff, das ist ja genau das, was ich haben wollte. Uiuiuiui. Okay, alles klar. Das bauen wir jetzt auf. Das wird ja großartig. Ich sehe das kommen. Wir werden sehen. Das wird bestimmt toll. Kriegen wir das? Das ist doch 2 breit, oder? Yes! Oh, ich liebe das jetzt schon. Ich habe da jetzt... Oh. Nee, das ist 1 breit. Verdammt nochmal. Gibt das nicht ein groß? Auf 2 groß wäre da geiler. Ja, doof, dass das nicht geht. Hier geht's auch nicht rein. Wahrscheinlich wegen den Bodendingern, oder? Kann mit Speisen nach dem Platzieren aufgewertet werden. Das mit der Gitterbindung, das habe ich immer noch nicht ganz drin. Warte kurz. Dann bauen wir es mal. Vielleicht ist das wegen den Lampen das Problem. Das kann ja auch sein. Kann das am Boden liegen? Das kann doch hier am Boden liegen, oder? Und da geht's auch nicht. Ja, hier geht's. Das liegt an den Rohren am Boden. Ah, verdammt. Das wäre so geil.
dann müssten wir uns überlegen, ob wir dieses ganze Rohrkonzept nicht komplett überdenken und diesen ganzen Raum hier einfach entlüften. You know? Das wäre halt noch so eine Überlegung, dass wir den gesamten Raum einfach entlüften. Meinen wir jetzt auch nicht schlimm, ne? Dann würde ja alles, was hier reinkommt, auch kühl werden. Und wir brauchen ja hier eigentlich auch nicht rein. Wenn die unsere Fernsteuerung dann fertig ist, ja, dann könnten wir das auch tatsächlich, auch die einzelnen Schmelzdinger, haben wir ja gesagt, kommen an eine Zentralsteuerung. Dann wäre das jetzt auch eigentlich kein Thema. Vor allem, es trifft ja hier nur diesen einen Bereich und den muss man ja eh umbauen, weil der ja eh nicht klappt, so wie wir das jetzt aufgebaut haben. Und dann kriegen wir hier diese Schutztüre rein. Die passt auch optisch gesehen hier relativ cool, glaube ich zumindest. Ja, das könnte gut reingehen. Und ich glaube, da dürfen wir halt nur oben lang mit den Teilen. Warte mal kurz, das können wir doch eigentlich mal ganz kurz hier irgendwo hinbauen. Oder mal zumindest gedanklich hinbauen. Ja, wenn ich das jetzt hier hinbauen würde, das Ding. Und nehme jetzt beispielsweise Rohre, die ich nicht habe, in die Hand. Ja. Und dann mache ich das und baue das mal. Das wäre doch voll die Idee eigentlich. Warte mal kurz, habe ich nicht hier noch ein paar Rohre rumliegen? Nee, da war nur Kabel drin. Und nur Bodenplatten. Naja, die Bodenplatten müssen wir auch noch verlegen. Da haben wir auch noch nicht. Sind auch noch nicht fertig. Ja. Ja. Viel zu tun. Viel zu tun, Chat. Aber das ist gut so. Wäre ja langweilig, wenn das überhaupt kein Stress wäre. Weißt du, wie ich meine? Schau hier. Hier an den Seiten geht's lang. Hier oben geht's komplett durch. Ja, also hier oben könnte ich die ganzen Dinger legen. Hier unten geht's nicht durch. Also unten dürfe ich nicht durch. Wir könnten natürlich jetzt überlegen. Eigentlich finde ich das schon cool, wenn du hier einfach ran kannst an diese Sachen. Auf der anderen Seite will ich da ran. Müssen wir da jemals ran? Wir müssen da schon ran, um die Filter zu tauschen. Das müssen wir schon mal machen. Wir könnten auch auslesen, wie viel. Boah, das wäre noch mega. Wenn wir pro Gerät auslesen, wie viel Lebensdauer der Filter noch hat. Hey Zappes, grüß dich, hi. Das wäre auch noch mega, wenn wir da nochmal eine LED oben hinbauen, um dann die zwei Filterslots auszulesen. Das hätte schon was. Würde mir zumindest optisch sehr gefallen. Ja, könnte ich mir vorstellen. Lass mal schnell. Das müssen wir mal wieder wegreißen. So. Okay, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Die Rohre brauchen wir hier so oder so. Gut. Haben wir das gelöst? Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz, um hier Winkelschleifer vielleicht. Schraubenschlüssel ist das Ding. Hier. Okay, die Schutztür nehmen wir wieder mit. Das Ding ist halt das, ich finde, die Rohre hier alle nochmal neu zu bauen, nur damit wir die Tür reinbekommen, halte ich für fast ein bisschen dämlich, ne? Auf der anderen Seite, wenn was hochgeht, wäre das halt eine super geile Schutztür. Naja. Ich habe mir das schon fast gedacht, dass es irgendwo ein Problem gibt, wenn die Rohre da durchgehen. Die Frage ist natürlich, was wir machen könnten, ist das Ding hier komplett zu betonieren. Und da unten gar keinen Zugang mehr in den Raum zu machen. Sondern hier oben die Tanks müssen ja auch nochmal weg. Wenn wir den Zugang hier legen. Auf diesen Laufsteg hier oben. Den hat Parzi ja beim letzten Mal gebaut. Da kommst du ja theoretisch hier auch rein. Ja. Und das hat er cool gemacht. Das habe ich mir beim letzten Mal gar nicht mehr angeguckt, Freunde. Schau mal her. Das hat er hübsch gemacht, du. Auch hier überall, ne? Weißt du? War er echt fleißig, du. Ja, Zappes, aber die Rohre nochmal zu verlegen, das sehe ich tatsächlich gerade ehrlicherweise nicht. Weil das ja auch nicht notwendig ist, da jetzt noch ewig viel rumzufingern dran. Wenn wir eh schon einen zweiten Zugang haben, dann könnte man die Schutztüre auch einfach hier oben einbauen. Weißt du, wie ich meine? So rum. Die sähe dann auch ganz cool aus eigentlich. Wäre okay. Weil dann müssen wir das nicht alles umbauen. Unten können wir eh zumachen. Weil da muss ja auch keiner dringend rein. Exarius, Dankeschön für deinen Primary Sub im dritten. Vielen lieben Dank dir.
Ja, auch wie immer, Ausrufezeichen Hype, meine Lieben. So. Warte mal kurz, hier haben wir noch die zweite Tür dafür. Leg mal rein. Okay, was brauchen wir? Schweißbrenner und Stahlplatten. Ah, warte mal, Stahlplatten habe ich jetzt gar keine dabei, ne? Das sind Wände hier. Wände, Bausatz. Aber Stahlplatten selber habe ich keine dabei. Naja. Irgendwas ist ja immer, Freunde, ne? Irgendwas ist ja immer hier. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwo Stahlplatten rumfliegen haben. Ich glaube, ja. Hier die Türe, das müssen wir umbauen. Da müssen wir auch auf jeden Fall auch nochmal eine Türe reinmachen. Das wäre mir ganz recht. Muss jetzt nicht zwingend wegen Unterdruck sein, aber, oder beziehungsweise wegen der ganzen Atmosphäre. Aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. Das ist einfach nur nochmal der Sicherheit halber. Stahlplatten, warte mal kurz. Haben wir wirklich keine mehr da? Huch. Vielleicht hier vorne bei Code Blue nochmal? Hier liegen nur Boden. So ist es, ne? Verbundverkleidung haben wir einen Haufen da. Jo, nö, dann haben wir jetzt gerade keine Stahlplatten am Start. Na gut, dann haben wir keine. Ich habe wirklich keine dabei, ne? Das sind alte Gerüste nur. Die Vents kann ich auch immer wieder zurückpacken. Wandkühler, können die Vents hier noch mit dazu. Jetzt lassen wir uns mal die Geräte. Ich brauche mal ein bisschen mehr Platz gerade. Ach, das Display haben wir hier noch. Das wollten wir auch noch fertig bauen. Hier haben wir noch eine Treppe. Die nehme ich mal mit. Safety first. Das Ding kann nochmal rein. Die Schalter brauchen wir auch noch. So. Dip, 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 dip. Hier ist auch nochmal ein bisschen was. Wir brauchen echt mehr Schränke, um das alles sauber aufzuräumen. Hallo, Raphael, grüß dich, hi. So, hier haben wir noch ein bisschen Rohwind. Ah, das nehmen wir mit, das ist wichtig. Habe ich da noch mehr davon? Ich glaube, davon hatten wir eh nie viele, ne? Davon hatten wir eh nie viele. Nee, nee, nee. So, dup, 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 dup. Machen wir das mal so. Dann tun wir da hinten nochmal hier die zwei mal Dose rein. Das machen wir jetzt an, auch farblich gleich hier. Ich nehme die jetzt erstmal bloß alle in die Hand, dann habe ich das. Das ist aber da. So. Okay, okay. Was brauchen wir erstmal? Hier haben wir auch noch Farbe. Schwarz, weiß, grün, pink. Das war unsere Disco-Zeit. Das war die Disco-Ära, meine Lieben, die da stattgefunden hat. Die ganzen Farben sind davon noch übrig. Khaki, lila haben wir noch, weiß, schwarz. Ja, wir haben so viele Farben eigentlich. Wir brauchen einen eigenen Farbschrank. Also ich sehe das kommen. Gut. Okay. Denn, lass mal ganz kurz nochmal schnell schauen. Nee, da wollte ich nicht schauen. Wir hatten doch irgendwo anders. Hatten wir doch mal... Atmosphäre war das, genau. Da waren die Farbgebungen noch dabei. Also wir brauchen H2 und O2. Brauchen wir also O2 und H2. Okay. Und, oder so war das doch, ne? Dann kriegen wir Feuer rein. Fazit, alles gut. Aber wir brauchen Weiß und Rot als Farben, die wir noch mitnehmen müssen. Ich hau mir nochmal ein Brötchen ins Gesicht. Sicher ist sicher, ne? Weil der Hunger, der darf nie überkommen. Und dann habe ich nämlich auch wieder einen Inventarplatz. Okay. Ich meine, das war die Mischung beim letzten Mal. Das meine ich, hatten wir beim letzten Mal ja auch gemacht. Und das war auch gut so. Das hat ordentlich Feuer gegeben. Also wir brauchen auf jeden Fall mal eine rote Dose. Gut, einmal rot. Und das andere war Weiß, Sauerstoff. Weiß haben wir, glaube ich, noch hier. Haben wir sogar noch mehr als eine Dose. Nur für den Fall. Ja, hier ist noch eine zweite. Gut. Dann fangen wir jetzt mal an. Das machen wir mal. Das machen wir mal, legen wir mal hier dazu. Weil das nicht voll ist. So. Jetzt machen wir erstmal
eine Ladung. Schaut schön aus. Und machen wir jetzt die roten Sachen. So. Ging ja eigentlich. War jetzt gar nicht mal so teuer. Die werden wir dann, sobald wir Stahl haben, eins nach dem anderen ersetzen gegen die Geschichte hier. Ja. Die wird dann... Das Gemisch haben wir eigentlich überhaupt noch nicht... haben wir uns überhaupt noch keinen Kopf gemacht, wie wir das haben wollen, ne? Ach, Kraftstoff. Nee, das passt ja dann auch. 2H2 und O2. Genau, so war die Mischung. Das würde ja dann quasi so passen. Jo, cool. Nur dann lassen wir das so. Dann nehmen wir das noch mit und machen das auch noch schnell rot. Genau. Und dann legen wir das mal oben lang. Damit wir oben quasi die einzelnen Dinger durch den Sauerstoff, also hier am Ende des Tages hinbringen. Und das Ding kommt weg. Dieser Druckregler, der kommt raus. Wir werden hier... Wir werden hier die Mischung erst machen und den letzten Meter dann hier mit dem Gas reinleiten. Das heißt, wir lassen das direkt übers Gemisch laufen. Und mischen das halt immer on demand zusammen. So, jetzt muss ich mal gerade ganz kurz gucken. Hier unten ist der rote Tank, ne? Cool. Ja, okay, legen wir das mal von unten hoch. Aber wir können ja schon mal vorgeben, was wir haben wollen. Dann fangen wir jetzt mit dem Rot hier an. Wobei, eigentlich wäre das hier an der Wand cooler, aber das geht wegen der Türen dann nicht mehr so schön. Habe ich noch ein Grabetool dabei? Schon, oder? Ja. Müssen wir eh besser dann machen. Ich brauche jetzt gerade hier die Sicht auf die Teile. Okay, mir geht es ja jetzt auch primär nur darum, hier zu sehen, wo das am Rand lang läuft. So. Ja, das ist ein bisschen dämlich jetzt, ne? So, wenn wir jetzt hier lang laufen. Schauen wir mal gerade. Ah, nee, komme ich noch nicht ran. Dann müssen wir noch ein bisschen weiter. Und dann müssen wir jetzt hier umknicken. So rüber. Ist ein bisschen erfühlen gerade. Ja. So, hier nochmal. Und dann gehen wir hier rüber. Immer schön durch, ne? Deswegen habe ich auch gleich ein paar mehr gebaut. So, wir nehmen einfach das hier wieder weiter ab. Und kommen hier raus. Und wenn wir das haben, dann wird das nämlich tatsächlich. So, jetzt hätten wir hier schon mal die Abnahmestelle dafür. Theoretisch könnte man das jetzt bis hier vorlegen. Wir müssen bloß irgendwie gucken, wie wir das... Ich würde fast das am Boden lang führen, hier unten. Aber da sehen wir halt überhaupt nichts auf dem ganzen Bauabschnitt, ne? Aber es ist eigentlich auch nicht wichtig. Weil wir können sie erfüllen. Hoffen wir mal, dass da nie was ist. Ne? Wobei, wir werden das ja auch mit Sicherheit nochmal irgendwann hübsch machen. Das muss viel hübscher sein. So.
Okay. Huch. So. Und wenn wir das nämlich jetzt immer weiter vorziehen, wenn wir irgendwann am Ende da vorne ankommen, und da wollen wir ja auch hin. Wir werden sehen. Jetzt muss man schauen, wie weit. Ich würde sagen, wir kommen hier unten raus. So, und jetzt müssen wir, wenn alles gut geht, da drauf kommen. Perfekt. Jetzt sind wir hier angeschlossen. Und gehen jetzt hier mit der Leitung durch. Und so viel zum Thema, warum nehme ich so viele Rohre mit, ne? Das ist halt immer wichtig. Macht's gut, kleine Tanks. Wenn das Pazzi sehen würde, würde ausrasten, ich sag's euch. Verdammte Rohre. So. Also hier nochmal weiter. Geht tatsächlich gar nicht mal so schlecht auf, du. Finde ich gut, Freunde. Und da haben wir jetzt genau das Problem, was wir eigentlich eben noch lösen müssen. Das ist die Leitung, die quasi die Abgasregelungen macht. Die läuft ja auch hier so total scheps irgendwie durch, ne? Die kommt ja von hier. Genau, geht hier unten lang, weil sie an der Tür nicht vorbeikam. Hier oben ist ja auch nochmal eine Leitung, die eigentlich auch nicht mehr so lange gebraucht werden würde. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das am blödsten organisieren. Aber jetzt machen wir erstmal eins nach dem anderen. Jetzt kommt danach, brauchen wir noch ein bisschen Rohre. Nehmen wir uns die mal hier von hier auch mit. Und holen nochmal schnell die anderen von oben. Färben die weiß wiederum ein für den Sauerstoff. Und leiten den quasi nebendran parallel. Brauchen wir aber definitiv noch mehr, oder? Ja, wobei, wir haben so viele. Wir müssen echt mal gucken, was wir mit denen allen anfangen. Ein 8er Stack. So. Packen wir die alle mal raus. Und dann ab mit der weißen Spraydose ran. Skaki, grüß dich. Hi. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So. Dann nehmen wir den letzten noch mit. Okay. Und dann werden wir uns die Sache mal angucken. Gehen wir jetzt mit der gleichen Geschichte, die wir jetzt hier gebaut haben, gehen wir jetzt noch weiter. Wir müssen bloß von der Seite ein bisschen weiter ran, weil hier ist einfach der Sauerstofftank weiter hinten. Und dann werden wir jetzt mal gucken, da gehen wir auch hier oben nach oben hin. Genau, auf der Seite ist besser. Schauen wir mal, wie wir da reinkommen. Da muss ich aber nach oben wandern. Und vorher fülle ich mal ganz kurz meine Batterie auf, weil ich mag das nicht, mit dem Helmlicht rumzulaufen. Ich finde das immer sehr unangenehm. Außerdem ist es super dunkel auch. Aber man muss sagen, dieses portable Licht zieht halt wahnsinnig Saft, ne? Ah, da geht Energie durch, du. Lego mio. Das müssen wir uns nochmal überlegen. So. Okay. Dann hier rum. Dann da rum. Hier ist halt auch überhaupt kein Licht, kein gar nichts, ne? Da ist das Rohr, was wir brauchen. Und das Rohr der Begierde, meine Lieben. Das ist jetzt tatsächlich noch eins höher, müssen wir. Und dann rüber. Glaube ich, es müsste die Höhe sein, die wir haben wollen. Oder ist das ein bisschen... Nee, das ist zu tief, oder? Das ist zu tief. Ist das Brenngas dann vielleicht noch in einem Tank puffern vor der Schmelze? Sascha, das habe ich mir überlegt. Das habe ich mir tatsächlich überlegt gehabt, ob wir das haben wollen.
Ich bin mir allerdings tatsächlich nicht ganz sicher, ob wir das wirklich haben wollen. Warte mal kurz, ich muss, bevor ich das baue, machen wir mal Folgendes. Wir gehen mal so lang. Damit wir das ungefähr sehen können. Wo ich abdriften möchte, hier rüber. Ich glaube, das ist... Nee, das ist noch zu, nicht zu weit. Oh, Mann. Lass mal das hier hinwerfen. Das ist die Ecke, ne? Muss man noch, glaube ich, eins mehr drüber gehen. Ich bin mir allerdings noch nicht ganz so sicher. Wir müssen ungefähr hier ran. Ja, so. Schauen wir mal schnell. Und hier müssen wir dann in die Ecke rein. Ich sag mal. Das ist noch nicht so optimal hier. Lass mal ganz kurz nochmal einen Bohrer rauspacken. Das ist ja jetzt hier auch eigentlich völlig egal. Sag mal. So. Ja, genau, um dieses Problem zu vermeiden. So. Na, das wird diesmal nicht mehr so lange dauern, bis wir den Druck haben. Für die, die schon länger zuschauen, die wissen das wahrscheinlich schon. Die haben, oder die sehen das wahrscheinlich schon eher. Weil wir jetzt einfach nicht mehr so viele Verteiler dazwischen haben. Oder Ventile, die den Durchfluss limitieren. So. Haben wir jetzt noch irgendwo hier einen Ticken Platz? Nee, ne? Ja, okay, ist nicht so schlimm. Dann gucken wir jetzt einfach, dass wir das mit den Geraden hier hinlegen. So, hier müsste es aufgehen, genau. So. Okay. Geben wir das jetzt hier einfach mal durch. Hä? So. Okay. Jetzt gehen wir auf der zweiten Ebene hier lang. Also quasi nicht so, sondern so. Okay. Dann nochmal davon 20. Ja, da haust du tatsächlich schon ganz schön Rohre durch auf so eine, Entfernung, ne? So. Aber wie gesagt, das Ding ist halt das, wir müssen halt jetzt auch gerade am Anfang gucken, dass wir mit dem neuen Schmelzkonzept, was wir uns jetzt eben gerade überlegen, dass wir damit auch erstmal überhaupt wieder eine Schmelze an den Start bekommen. Ja, das ist jetzt gerade gar nicht mal die Aufgabe, dass wir das jetzt total crazy und krass machen müssen, sondern momentan ist die Aufgabe eher, dass wir überhaupt wieder eine Schmelze haben, weil wir einen absolut exzessiven Stahlmangel haben. Und um überhaupt wieder anständig weiterbauen zu können, brauchen wir erstmal grundsätzlich erstmal eine Verbindung. Mit der neuen Schmelze wäre das auch tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Also ich habe mich immer ein bisschen gescheut, die erweiterte Schmelze zu bauen, weil ich so viel gelesen habe, dass die halt super tricky ist und super schnell hochgeht und solche Geschichten, dass man da halt echt vorsichtig sein muss. Aber die andere, also ich finde die von der Bedienbarkeit und von der Steuerbarkeit, finde ich die tatsächlich von dem, was ich jetzt bisher gesehen habe, sehr, sehr angenehm. Das mag jetzt natürlich auch vielleicht sein, dass es
eben augenscheinlicher Irrtum ist. Ich habe keine Ahnung. Das werden wir sehen. Ja, das kommt jetzt eben ganz drauf an. Wo geht das Rohr hin? Bis zum Ende. Na, es geht jetzt, das ist jetzt quasi die Geschichte, die wir zum Verteilen nutzen werden. Ja, um dann am Ende Gemisch herzustellen. Jetzt habe ich aber tatsächlich nichts mehr, oder? Nee, da ist nichts mehr. Okay. Dann holen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Nachschub. Ja, wir brauchen am Ende, mischen wir uns das brennbare Zeug zusammen. Ups. Und, das machen wir aber erst kurz vor der Schmelze quasi. Dass wir uns die einzelnen Stoffe dann zusammenmischen. Sag mal, hier war doch noch einer, genau. Und da waren noch zwei. Gut. Und das war's jetzt mit den Rohren gewesen in der Vorbereitung, hä? Gut, da werden wir auf jeden Fall Nachschub brauchen. Das sind die Nuller. Die müssen mal hochgebracht werden. Da ist noch ein Hunderter, den lagern wir auch gleich ein. Auch nochmal 100, die habe ich vorbereitet, weil es beim letzten Mal eben so krass knapp geworden ist. Genau. Der muss noch weggeschreddert werden. Lass uns nochmal ein paar Sachen bauen. Hier die Dinger können wir nicht bauen. Doch, die könnten wir bauen, aber nur noch 4 davon. Das ist natürlich nichts, ne? Das ist nichts, da kommen wir nicht weit damit. Werden wir vielleicht zur Not sogar machen. Aber auch nur auf den letzten Meter, dass wir da noch ein paar Sachen austauschen. So, wo sind denn die Bausätze jetzt wieder hin da? So, lass mal die mal durchjagen. Da liegen auch nochmal welche. Das ist auch noch einer von den Nulldingern. Und das ist nochmal einer, der voll ist. Ja. Was, wenn das alles gelaufen ist, was da noch eine Baustelle ist, Freunde, was da noch eine richtig gute Baustelle wäre, wäre neben diesem Raum, in vielleicht diese Verlängerung hier, einen Lagerraum reinzubauen, wo wir erstmal nur Schränke drin haben, wo in jedem Schrank vielleicht maximal 2 verschiedene Items reinkommen, ja, weil wir so ein Chaos mittlerweile haben, dass dann wirklich diese Schränke nur für die Schmelzen und so weiter und für die Verarbeitung gedacht. Und die fertigen Sachen wandern dann hier zum Beispiel durch diese Türe dann in einen eigenen Raum, der nur dafür da ist, ja. Ich glaube tatsächlich, das wäre für uns alle hübscher. Hübscher anzuschauen auf jeden Fall. So. Servus, grüß dich, hi. Schau mal, Schrank mit der Verbundverkleidung, dort sind auch noch Rohre, echt? Oh, das ist gut zu wissen. Dankeschön. Schau ich gleich. Ah, hier, ja. Das ist sehr schön. Okay, da haben wir noch 9. Ja, dann können wir noch ein bisschen mehr mit anfangen. Dann, aber das ist ganz gut zu wissen. Dankeschön. Die habe ich komplett übersehen gehabt. Aber kein Problem. Kein Problem. So, drüber. Ich pack mir mal ganz kurz hier einen Bohrer in die Hand. So, dann haben wir hier ein bisschen mehr Übersicht. Könnten wir tatsächlich das an... Ah, nee, das geht nicht hier unten, ne? Nee, da kommen wir nicht hier längs nach. Wir müssten das schon hier mit runterlegen. Optisch aber nicht mehr so geil. Warte mal kurz. Nee, das wollte ich nicht. So.
Er ist für immer fort. Scheiße. So. An der Wand entlang. Genau. Das war der Plan jetzt. Das war der Plan jetzt. Wir können das zum Glück noch ein bisschen einfärben. Wir haben ja noch ein bisschen Färbemittel dabei. So. Dann legen wir das quasi. Legen wir das so hin. Hallo, Tropfnase. Grüß dich. Warte mal. Ich wollte ihn eigentlich da runterfallen lassen. Ey, wie geleckt! Hallo und ER, grüß dich. Man versucht seit 13 Uhr am Tutorial von Station. Ah, das ist. Ich kann in dem Fall tatsächlich nur empfehlen, wer da mehr sich austauschen möchte, Ideen austauschen möchte, kommt auf den Discord. Da ist zum Beispiel ein Zappes auch ganz massiv am Bilder posten immer. Finde ich auch immer wahnsinnig spannend, was er da wieder Neues reinhaut. Ja. Hier, ein Zappes! Ja, genau. Dieser Zappes-Mann. Genau. Und ich glaube, da hilft auch jeder gerne, wenn mal irgendwo Grundsatzfragen oder sowas sind. Am Ende des Tages macht das jeder ja irgendwo ein bisschen anders. Und das ist auch völlig in Ordnung auch. Aber, ich glaube, wenn man sich grundsätzlich austauschen möchte, weil man halt einfach Probleme bei irgendwas hat, dann ist das mit Sicherheit eine ganz coole Anlaufstelle, weil das Spiel halt einfach so dermaßen umfangreich ist. Und ich glaube, das könnte tatsächlich, das hilft vielleicht dem einen oder anderen nochmal. So, jetzt schaut es ein bisschen sauberer aus, wenn wir da durchgehen. So, okay. Dann machen wir das Ding jetzt hier lang. So. Immer schön eins nach dem anderen, Freunde. Immer eins nach dem anderen. So, bis hierhin kommen wir. Da müssen wir gleich weiterbauen. Dann gehen wir hier weiter. Wir haben hier 2 Grad drin, das ist natürlich sehr angenehm. Das wünschte ich mir gerade auch. Gut. Dieses Rohr werden wir komplett neu bauen. Das werden wir komplett verlegen, weil das einfach nicht passabel ist. Das ist nicht hübsch so. Lass uns mal ganz kurz das Ding hier wegmachen. Ich muss mal kurz drunter schauen. So, lass uns mal unter die Haube gucken, hä? So, dann werden wir das hier auch nochmal hinlegen, weil das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. So, das geht jetzt hier auch nur der Optik halber da durch. Stemmeisen brauchen wir auch noch. So, hier geht die Treibstoffleitung durch. Das ist die Treibstoffleitung, die wir ursprünglich gebaut haben. Die werden wir jetzt quasi auch hier nochmal anders bauen, ja, weil dieses Rohr werden wir uns umbauen, das werden wir verlegen. Das können wir nicht oben verlegen, weil da ging jetzt die komplette Geschichte durch. Okay, lass uns das nochmal aufbauen. Da geht jetzt diese Geschichte von dem Kühler durch. Den brauchen wir theoretisch, aber können wir den auch darüber legen. Da haben wir jetzt gar keinen Bauchschmerz mit, dann können wir das Rohr bis hier hinten zurücklegen. So würde ich vorschlagen, gehen wir erstmal der Sache ein bisschen nach. So, warte mal, dann kann ich eigentlich hier oben nochmal ein Stemmeisen nehmen. Machen wir die Decke auch nochmal weg. So, dann kann das auch nochmal hier raus. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Alles raus! So, raus, hab ich gesagt! So,
Warte mal, hier ist noch eins. Raus! Okay, das war eine Idee. Lass uns da mal hin. Ich brauche den Platz gerade. Gut, dann reißen wir die nächste Wand hier auf. Das muss auf, das muss auf und das muss auf. Genau. Hier haben wir die eine Geschichte, wo eben mit dem Druckregler Treibstoff zusammengemanscht wird. Das machen wir aber auch nicht mehr. Entlüftung der Schmelze. Jetzt lass mal gucken, da ist 2 Megapascal drauf. Das läuft jetzt momentan nicht durch, weil wir hier zugemacht haben. Wir können doch mal spaßeshalber aufmachen. Mal gucken, wie viel hier durchkommt. Ah, es geht so. So, hier brauchen wir einen Winkelschleifer, um die Wand aufzumachen. So, haben wir das auch offen. Jetzt können wir hier nämlich ein bisschen arbeiten, weißt du? Dann lassen wir uns das Zeug hier mal ein bisschen reinpacken. Das können wir hier auch zusammenschmeißen, das ist okay. Und hier machen wir auch nochmal einen Boden weg. So, da liegt noch blaue Farbe rum, die kann man immer brauchen. So, gut, dann können wir das zusammenfassen und das hier hinschmeißen. Dann haben wir das auf jeden Fall erstmal zusammen. So, Byte, grüß dich. So, dann bevor wir jetzt hier irgendwas machen, hier ist ja der Druck tatsächlich gleich, weil der im Rohr sich auf das Gesamtnetz verteilt hat. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal ganz kurz eine Geschichte und zwar, wir schmeißen mal für eine Millisekunde hier alle Teile an und entlüften mal das ganze System in die Tanks raus. So, jetzt können wir mal ganz kurz gucken, wie viel geht denn hier rauf. Oh, das geht voll ganz gut, du, Lego Mio. Eins, zwei, 8 Pascal. Das hat sich gelohnt. Dann 32 Kilopascal. Ah. 1,1. Ja, passt so, ne? CO2 hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Aber jetzt können wir mal die ganze Anlage hier mal komplett durchentlasten. Ja. Dann ist das weg und wenn wir jetzt irgendwas versehentlich abschrauben, haben wir dann. Ja, okay, hier haben wir noch ein bisschen mehr Power. So, lass mich mal hier an das Ding ran. Machen wir mal kurz auf. So. Jetzt haben wir hier 8 Megapascal, die sich hier durchlüften. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ah, das wird ja im Kontrollraum angezeigt. Natürlich! Natürlich! Schick, schick. Müssen wir noch einfärben, aber im Großen und Ganzen? Ja. Nice. Ist ja noch nicht alles da. Momentan ist der meiste Druck auf dem Sauerstoffbereich. Ah, fast 2 Megapascal, das ist okay. Den Rest sehen wir halt noch nicht. Hotti, grüß dich, hi! Ja, schaut euch das an! Ja, Lego Mio! Trinke ich mal einen Schluck drauf. Das CO2 ist gar nicht mal so krass drauf, ne? Das geht sogar. Heute alleine. Es werden im Laufe des Abends, denke ich, noch Pazibert und Cold Blue noch zusammenkommen. Ja. Das kommt so nach und nach. Gray tatsächlich noch nicht, bis auf der hier. Wir waren beim letzten Mal quasi das gerade angefangen zu bauen. Und das muss noch eingefärbt werden. Aber du hast das absolut richtig erkannt, ja? Es ist nicht die Farbe des Gases aktuell bei all den Monitoren, bis auf einem. Die sind alle benannt. Das zweite ist O2. Hier, steht. Haben wir schon drin. Ich glaube, mit dem Schild ist es cooler, ja. Ein Schild sollten wir irgendwie auf jeden Fall noch ranklemmen. Einfach nur, damit man das erkennt. Ne? Also vielleicht direkt drunter nochmal und dann hier unten nochmal einen Monitor und hier nochmal ein paar Kontrollanzeigen vielleicht. Und das immer nach links von dem Monitor runterwärts. Ne? Also wenn man das so einbaut, wäre das, glaube ich, ganz cool. Und wir sind ja auch noch nicht mit allen Monitoren fertig. Ne? Also das wird schon. Ja, 4 Megapascal O2 drauf, das ist okay. Damit kann ich arbeiten. So, wir können ja nochmal gucken, wie viel ist denn jetzt hier drin. Hier ist nichts mehr drin, die haben das komplett weggewurstelt. Dann lassen wir nochmal hier ein bisschen abarbeiten. Wenn wir jetzt eh schon das System aufmachen, dann können wir es ja richtig aufmachen. Ich sehe jetzt noch nichts, was uns quasi blöd
um die Ohren fliegen könnte. Wobei wir eine Notentlüftung haben. Die funktioniert zwar nur langsam, aber sie funktioniert, hoffe ich. Schau mal, eine Sache muss ich allerdings noch angucken, und zwar die hier hinten. Ja, da haben wir 8 Megapascal schon Druck drauf. Ja, das ist okay. Jetzt 15 Pascal. Ja, das läuft, ne? Das zeigt auch alles richtig an. Wie gesagt, dass wir CO2 so wenig haben, das wundert mich tatsächlich. Bisschen zumindest. Aber gut. Digitales Ventil. Elektrisches Ventil meinst du denn das da, ne? Oder? Das meinst du doch. Oder gibt's da noch ein anderes? Nee. Kupfer, Stahl und Invar kostet das, okay. Ja, das wär so ein Ding noch, ne? Das brauchen wir dann sowieso erstmal, diese elektrischen Ventile, wenn es dann auch an die Belüftung, glaube ich, der Base geht. Da fände ich das irgendwie ganz nice, wenn wir das dann mit einem Gassensor noch verarbeiten würden. Ich glaube, das wäre der Trick. Wir könnten das natürlich auch hier mit der Messeinrichtung nochmal zusätzlich koppeln. Das könnten wir halt auch machen, wenn der Druck hier zu voll wird, dann, dass wir das mit mehr, dass wir quasi die Ventile hier zudrehen würden. Da müssen wir halt aufpassen, dass es uns nicht um die Ohren fliegt. Oder zumindest eine Ausgabe geben, das könnten wir, über, glaube ich, über die Messeinrichtung schon machen, wenn es zu voll wird. Gut, aber das sollte jetzt eigentlich alles durchgeflutscht sein. Lass mal gucken, diese sind ja alle offen. Ja, ist alles offen. Hier ist auch noch offen. Jo, jetzt ist alles verarbeitet. Das ging ratzefatze, ne? Nicht schlecht. Drehen wir wieder ab. Und machen alle Schutzeinrichtungen zu. Das ist auch wichtig. Und damit uns da nichts um die Ohren fliegt. Also hier Haupthahn zu. Und die ganzen anderen Dinger hier auch nochmal dicht. So, damit da auf jeden Fall nichts passieren kann. So. Einen Logic Reader mit einem Wert, einen Compare und einen Logic Writer. Ja, genau so in die Richtung habe ich mir das auch gedacht. So in die Richtung habe ich mir das tatsächlich auch überlegt gehabt. So, wie machen wir das jetzt mit dem Abgasgedönse hier? All das könnten wir tatsächlich easy hier rüberlegen. So, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir legen das Ding hier rüber und bauen das hier ab. Ich glaube, das ist wichtig. Das wäre eine Möglichkeit. Da ist ja auch nichts drin, ne? Ja, doch ein bisschen, aber das ist egal. So, wir machen das bis hierhin erstmal weg. Im Block verlegen möchte ich mir tatsächlich ein bisschen ersparen. Ups. Ja, so. Genau so will ich mir das eigentlich ersparen. So. Your fort still holds your place in your bed, showing no regrets.